Sie sind hier, 23. Oktober 2018, 6.51 Uhr, von Nicolas Pfeil, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kicker Giorgio Tavecchio sorgte mit dem längsten Field Goal seiner Karriere für die Vorentscheidung. Urheberrecht Getty Images. Die Krise der New York Giants hält auch in Atlanta an. Die Falcons entscheiden das Monday Night Game knapp für sich. Ein Erstneuzugang avanciert zum Matchwinner. Der Negativlauf der New York Giants in der NFL geht weiter. Der viermalige Super Bowl-Champion unterlag im Monday Night Game bei den Atlanta Falcons knapp mit 20.23 Uhr. Nach einem punktelosen ersten Viertel fand Falcons Quarterback Matt Ryan, der insgesamt 31 seiner 39 Passversuche an den Mann brachte, 4.51 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit Receiver Marvin Hall für einen 47-Yard-Touchdown. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern, hier geht es zum Show. Manning lässt Ausgleichschance liegen. Zu Beginn des dritten Viertels hatte New York die große Chance auf den Ausgleich. Routinier Eli Manning, der mit 399 Yards sonst zumindest statistisch gesehen eine solide Vorstellung zeigte, fand beim vierten Versuch von der 1-Yard-Linie in der Endzone jedoch keine Anspielstation. Nach je zwei Field Goals der tadellosen Kicker Giorgio Tavecchio, Falcons und Aldrick Rosas, Giants, erhöhte Falcons Running Back Tevin Coleman mit einem 30-Yard-Touchdown-Lauf 7.47 Minuten vor Spielende auf 20:6 aus Sicht Atlantas. Anzeige, die NFL live und auf Abruf auf der ZN, jetzt Probemonat sichern. Kicker Tavecchio entscheidet das Spiel. Saquon Barkley brachte die Giants 3 Minuten später zwar noch einmal heran. Tavecchio, der erst letzte Woche für den verletzten Matt Bryan verpflichtet wurde, sorgte mit dem längsten Field Goal seiner Karriere aus 56 Yards Entfernung unmittelbar nach dem 2-Minute-Warning für die Vorentscheidung. Odell Beckham Jr. stellte mit seinem zweiten Touchdown dieser Saison 5 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit zusammen mit der erfolgreichen Two-Point-Conversion von Barkley noch den 20.23 Uhr Endstand her. Playoffs für Giants außer Reichweite, während für die Falcons 3-4, mit dem zweiten Sieg in Serie die Playoff-Hoffnungen wieder realistisch sind, sind diese für die Giants 1-6 nach der vierten Niederlage in Folge schon früh in der Saison deutlich außer Reichweite. DATENCENTER, die Tabellen der NFL, nächste Woche empfangen die Giants mit den Washington Redskins 4-2 den Tabellenführer der NFC East. Die Falcons sind spielfrei. Service der Spielplan der NFL.